Was mich so fasziniert an der Albertina, ist die unglaubliche Vielfalt unserer Kunstsammlung. Heute nehme ich Sie mit auf eine kleine Erkundungstour durch unsere neuen Ausstellungen. Corinne Walter ist mein Name und als Kunstvermittlerin sehe ich immer wieder, wie unsere Besucher sich über die verschiedenen Gesichter der Albertina freuen. Vielfalt als Leitfaden, Vielfalt der Epochen, der Stile, der Künstler, ganz im Sinne des Begründers der grafischen Sammlung. Albert von Sachsen-Teschen wollte vor 250 Jahren sowas wie eine Enzyklopädie der Kunst schaffen. Weniger bekannt ist, dass er auch seine Zeitgenossen gefördert hat. Und das machen wir heute weiter so 2021. Zum Beispiel Hubert Scheibel. Wir präsentieren in dieser Ausstellung Seeds of Time seine neuesten Kreationen, Ölgemälde im Großformat, Zeichnungen, aber auch Objekte, die er in der Zeit der Pandemie geschaffen hat. Er konnte nicht mehr reisen, aber aus einer früheren China-Reise hat er dieses Papier mitgenommen und sowas wie einen Rochen für mich, einen Rochen mit Dornen geschaffen. Vielleicht sehen Sie einen haarigen Schmetterling. Jedenfalls dieses Hard to be One bringt uns zum Nachdenken, zum Schmunzeln, zum freien Assoziieren. Das ist das Schöne mit der Kunst. Hinter mir blau-türkise Töne, die wirklich niemanden kalt lässt. Es ist ein Stück Eis, das hat sich losgelöst vom Eisberg, vom Gletscher und die Geologen im Fahrjargon nennen das Kalben. Wir zerstören, wir beschleunigen die Zerstörung der Natur, aber aus dieser Zerstörung erzeugt Hubert Scheibel in seinem Atelier diese neue Schönheit mit seinen Pinseln. Nun schlage ich vor, dass wir zu anderen Pinseln raufgehen in den zweiten Stock der Albertina. Willkommen bei Maria Lasnik. Vielleicht hätten Sie auch Lust, einmal einen Pinsel in die Hand zu nehmen und mit Farben zu experimentieren. In unseren Ateliers in der Albertina ist das möglich. Für Groß und Klein buchen Sie einen Kunstworkshop oder eine Meisterklasse und erleben Sie diese Freude am Schaffen. Die Tür Ihres Ateliers öffnete Sie nur ungern, aber den großen österreichischen Fotograf Franz Hubmann ließ sie reinblicken. Sehen Sie, wie ihr Blick mit 80 Jahren unglaublich wie neugierig fragend ist. Diese Frische möchte jeder beibehalten in diesem Alter. Sie hatte nicht leicht, als Frau, als Künstlerin sich zu etablieren, Jahrgang 1919. Doch mit 60 Jahren wurde sie aus New York nach Wien zurückgeholt und als Professorin an der Angewandten berufen. Ihren Studierenden in der Klasse der experimentellen Malerei empfahl sie, jede Woche einen neuen Stil auszuprobieren. Maria Lasnik ließ die Pinsel fallen, erst wenn sie eine Personale im MoMA in New York bekam. Das hatte sie einmal gesagt. Und das war 2014, kurz bevor sie starb. Wir präsentieren sie auch jetzt bei uns in der Albertina, in der Albertina Modern am Karlsplatz, in unserer brandneuen Ausstellung Chile und die Folgen. Also ab zum Karlsplatz, nicht mal 10 Minuten zu Fuß. Mit dem Rad geht's noch flotter. Also los! Unsere Tour geht hier weiter, bei Egon Chile in der Albertina Modern. Warum berühren uns die Selbstporträts von Egon Schiele heute noch immer so stark? Er war der Erste, der sich so schonungslos, nackt, verletzlich zeigte. Er hat sich getraut, er hat den Mut gehabt, wie eine Psychoanalyse auf Papier zu machen. Ahnte er, was er damit auslöste? Wenn Sie mehr über die Folgen dieser Kunstrevolution erfahren wollen, kommen Sie zu einer geführten Tour vor Ort oder online, wenn Sie weit weg sind von Wien. Und weil Vielfalt im Team der Kunstvermittlung der Albertina hoch gelebt wird,
bieten wir diese geführten Tour in verschiedenen Sprachen an. Also, à bientôt, ci vediamo, bis bald.